So, das sind also die Messer meiner Wahl. Ich habe hier ein Wolfgangs Klappmesser, das Wolfgangs Ambulo, schön mit schwarzer matter Klinge, und das Schrade oder Schrade Neckknife. Und bevor ich jetzt loslegen kann, muss ich natürlich zuerst einmal die Griffe oder die Griffschalen entfernen. Ich habe mir dazu hier so zwei kleine Becher bereitgestellt. Einen für das Klappmesser, weil da der Mechanismus etwas komplizierter ist. Da sind mehr Schrauben drin, die hier reinkommen. Die Schrauben packe ich in den zweiten Becher rein. Und dann brauche ich natürlich nochmal etwas Schraubwerkzeug. Beziehungsweise, falls das nicht ausreichen sollte, habe ich hier ebenfalls nochmal ein Set. Und jetzt werden halt erstmal die ganzen Griffschalen entfernt, bevor es dann weitergeht. Tja, leider sind die Schrauben hier an dem Neckknife so irre festgeknallt. Ich habe keine Ahnung, ob die da irgendwie mit Loctite gearbeitet haben, also mit irgendwie so einer Schraubensicherung oder irgendwas. Aber ich habe keine Chance, diese Schraube zu lösen. Beim besten Willen nicht. Schade. Aber dann muss das leider so bleiben, wie es ist. Und wir machen halt mit dem Wolfgangs weiter. So, glücklicherweise habe ich hier das Wolfgangs Ambulo noch. Und da konnte ich die Schrauben zumindest so weit lösen, dass ich die Griffschalen abbekomme. Dann können wir wenigstens zwei Sätze an Messerschalen machen. So, da ich mir eine Silikonform gießen möchte, brauche ich halt eine kleine Schale, wo die vier Messerschalen reinpassen. Hierbei allerdings aufpassen, dass hier unten, bei mir sind jetzt so kleine Hubbel bzw. kleine Einkerbungen, die sollte man natürlich auslassen, weil wenn man da das Messer drauflegt, wobei hierbei wäre es jetzt egal, bei dem Hubbel ist es natürlich blöde, weil dann die Griffschale schief liegt. Da ich nicht weiß, ob das Silikon hier dran haftet, ich gehe mal davon aus, dass es nicht so sein würde, aber trotzdem werde ich mir hier unten Backpapier reinlegen, das schneide ich mir jetzt zurecht, lege das unten rein. Und danach mache ich dann mit dem Silikon weiter. So, das sollte passen. Die Figuren, die Formen passen wunderbar hier rein. Die sind auch schwer genug, dass sie sich von alleine an den Boden randrücken. Da brauche ich also nichts beschweren. Und das hier ist jetzt das Silikon, was ich verwenden werde. Von Entech Art. Ich habe einfach mal geschaut, welche Sorten es gibt. Das hier wird im Verhältnis 1 zu 1 gemischt. Das heißt, einfach in einen Behälter geben. 5 Minuten lang umrühren, dann einfügen in den Behälter. Dann dauert es ungefähr 2 Stunden, bis dass es grundfest ist. Und nach 12 Stunden soll es komplett ausgehärtet sein. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die Figuren hier vielleicht noch ankleben soll, aber ich denke, das wird doch so halten. Weil, was soll da passieren? Ich stelle das gleich ruhig beiseite. Okay, dann werde ich jetzt mal das Zeug hier anmischen und dann schauen wir mal weiter. Das Ganze ist jetzt schon so eine leicht zähe Masse geworden. Und ich habe mir meinen Körper schon mal so ein bisschen vorbereitet, weil ich glaube, ich habe mich in der Menge ein bisschen verschätzt. Das waren jetzt ungefähr 200 Milliliter. Und ich habe mir den Korb jetzt mal so ein bisschen unterteilt, dass ich wenigstens eine Schalenseite auf jeden Fall fertig bekomme. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich diese Löcher da voll mache. So, das hier ist jetzt das Ergebnis. Wie ihr sehen könnt, es sieht katastrophal aus. Das, was ich eigentlich gemacht hatte, weil ich dachte, es wäre eine Verbesserung hier mit diesem Backpapier, ist eine Katastrophe, weil das Silikon, das klebt da dran wie Sau. Also von dem eigentlichen Plastikgehäuse ließ sich das Ganze wunderbar ablösen.
Aber ja, das mit dem Backpapier hätte ich mir schenken können. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das Video überhaupt noch zu Ende stellen soll, aber ich habe mir gedacht, ja, ich packe das mit rein. Für den Fall, dass jemand die gleiche Idee hat mit dem Backpapier, lasst es einfach sein. Es macht keinen Sinn. Und jetzt versuche ich halt das Beste draus zu machen. Ein weiteres Problem war halt, diese leichten Holzschalen, die waren so leicht, dass sie im flüssigen Silikon immer wieder nach oben getrieben sind. Und ich musste sie dann immer wieder mit einer Schraube, habe ich hergenommen, um sie dann wieder runter zu drücken. Also das Fixieren am Boden wäre schon wirklich sinnvoll gewesen. Aber gut, das weiß ich fürs nächste Mal. Das heißt, auf Backpapier verzichten, die Gegenstände am Boden vielleicht mit zwei, drei Tropfen Heißkleber einfach fixieren, dass die nicht weg können. Und jetzt schauen wir, dass wir das Beste daraus machen können. Das stelle ich erstmal beiseite. So, das hier ist das Epoxy, was ich bestellt habe. Auch jetzt einfach nur mal beispielhaft. Ich denke, da kann man auch jedwedes andere nehmen. Das wird im Verhältnis 1 zu 1 angemischt. So, ich habe keinen Messbecher, deswegen nehme ich einfach mal die kleinen Becher hier zum Messen her. Verhältnis 1 zu 1, das heißt, ich mache jetzt erstmal einen von dem hier voll, bis zur Kante. So. Übrigens, Vorsicht, wenn ihr mit diesem Zeug arbeitet. Besser wäre es natürlich, Handschuhe zu tragen. Aber ich versuche halt gar nicht erst mit den Flüssigkeiten selbst in Kontakt zu kommen. Dann geben wir die beiden schon mal da rein. Ich rühre mir jetzt also jetzt erstmal eine Grundmasse an. Und auch das muss jetzt natürlich erstmal ordentlich wieder durchgerührt werden. So, als Grundfarben habe ich mich einmal für so ein nachtleuchtendes, also eine nachtleuchtende Farbe entschieden. Das habe ich jetzt mit Grün abgemischt. Das gleiche habe ich auch nochmal in so einem helleren Gelb. Plus nochmal kleinere Flaschen zum Nachfüllen. Das heißt, ich fülle jetzt erstmal etwas hier rein, beziehungsweise ich nehme erstmal etwas von dieser grünen Farbe hier und fülle das dann mit dem bereits umgerührten Epoxid an. Und auch das ist jetzt ganz schön sämig geworden. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Gelb auch. Und als kleinen Eyecatcher tun wir noch ein bisschen Pink dazu. Ich hoffe, dass das nur ganz dezent sein wird. Einfach nur etwas Kontrast liefern. Jetzt nehme ich mir mal meine Silikonform wieder her. Und dann würde ich sagen, wir fangen erstmal mit diesem Gelben an. Mal schauen, ob sich das so da reinzeichnen lässt. So, das Epoxid hat hier jetzt 24 Stunden Zeit, um auszutrocknen. Und jetzt holen wir es mal aus dieser Form raus. Ihr seht, ich habe hier kleine Übergänge gehabt. Das heißt, ich werde das nachher noch schmirgeln müssen. Aber es lässt sich ganz gut aus dieser Silikonform herausheben. So, okay, das ist der erste Satz an Schalen. Das sieht schon super geil aus. Hier haben wir so einen kleinen Übergang. Schauen wir uns den anderen Satz mal an. Okay, das sieht doch super aus. Hier werde ich halt schön mit dem Messer schön vorbeischneiden müssen. Eventuell muss ich diese Löcher hier nochmal nachbohren. Wichtig ist aber, dass diese Vertiefungen hier da drin sind, damit die Schraube da drin verschwindet. Ihr seht das, das ist immer noch elastisch. Das liegt einfach daran, dass ich beim Mischen der Komponenten sehr viel von dieser Leuchtfarbe reingetan habe und deswegen natürlich weniger Epoxid darin enthalten ist. Und dadurch härtet das nicht komplett aus, sondern bleibt so ein bisschen elastisch. Finde ich aber generell ganz gut, zumal das Material so auch noch recht griffig ist. Und jetzt muss ich halt das Ganze schön nacharbeiten, dass hier die Kanten wegfallen an den Seiten rundherum. So, das sieht doch eigentlich schon mal ziemlich cool aus. Wie gesagt, hier diesen Überhang, den muss ich da gleich noch wegschleifen. Das werde ich mit dem Cuttermesser nicht wegbekommen. Das ist mir halt etwas unter die Form drunter gelaufen. Aber das kriegt man mit Schmirgelgut weg. Die beiden Formen sind richtig gut geworden. Aber wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt nochmal schmirgeln. Dann gehen auch die letzten Überbrüche hier weg. Und dann wird das Ganze ziemlich cool aussehen.
So, der Moment der Wahrheit. Jetzt bin ich gespannt, ob das passen wird. Ich weiß halt leider nicht, woher diese schwarzen Punkte hier kommen. Es müssten die Schrauben hier gewesen sein. So, das passt also schon mal sehr. Boah, das fühlt sich so geschmeidig gut an. Boah, stark. Und ich finde, das sieht auch optisch mega geil aus. Ich muss das hier gleich mal ein bisschen abdunkeln, weil ich merke schon, das ist zu viel Licht, was hier hinkommt. Ich werde das gleich nochmal zeigen, genauer. Jetzt baue ich erstmal das andere noch zusammen. So, dann wollen wir mal zu einem kleinen Fazit kommen. Zuerst einmal mit dem kleinen Wolfgangs. Es ist schwierig, das von der Belichtung her einzufangen, aber je nachdem, wie ich es halte, seht ihr halt hier die unterschiedlichen Farben. Ja, generell hat das wirklich sehr gut funktioniert. Also das fasst sich auch unheimlich gut an, weil das so ein weicher Werkstoff ist. Das Wolfgangs ging anfangs schwerfällig, dass es halt wie ein Beihänder zu öffnen war. Und dadurch, dass ich das jetzt so schön mit WD-40 alles gemacht habe, geht das jetzt wunderbar auch als Einhandmesser durch. Darf natürlich niemand wissen. Das heißt, ich werde die Schrauben hier natürlich nachziehen, damit es halt ganz normal wieder wie ein Zweihandmesser funktioniert. Aber generell finde ich, dass das sich unheimlich toll macht. Und ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie dann fotografieren kann, wenn es dunkel ist, damit man auch sieht, wie diese Leuchtkraft dann halt wirklich anschaut. Falls das funktioniert, blende ich euch jetzt mal die Fotos dazu ein. Ja, und das war das erste Messer. Und das zweite, wo ich richtig stolz drauf bin, ist halt, das finde ich, das ist wirklich, wirklich richtig, richtig toll geworden. Weil allein dieses, ja, diese schwarze Klinge halt, klar, wenn man die oft hernimmt, dann wird der Lack hier mit der Zeit abgehen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber ich mag es halt, wenn man Messern ansieht, dass sie gebraucht werden. Ja, die Griffschalen. Es ist ein bisschen schade, dass hier diese schwarzen Punkte drauf sind. Ich habe noch versucht, die rauszuschmirgeln. Ich weiß auch nicht genau, wo die überhaupt hergekommen sind, auch auf der Seite hier. Das schmälert natürlich etwas den Gesamteindruck. Aber leider bekomme ich es nicht hin, dass man das auf der Kamera so sieht, wie es in echt ausschaut. Generell habe ich jetzt hier noch diese beiden Lanyards dran gemacht, die halt meiner Meinung nach von den Farben her sehr gut dazu passen. Aber auch hier seht ihr ja schon, wie das blendet, weil es einfach überbelichtet ist. Aber ich muss halt das Licht hier so haben, weil sonst würde die Qualität des Films komplett absinken. Aber generell finde ich, dass sich mit dem Epoxid sehr, sehr gut arbeiten lässt. Ich habe halt jetzt sehr viel von dieser Leuchtfarbe hinzugefügt, weswegen der Werkstoff am Ende sehr geschmeidig geworden ist, sehr, sehr weich. Ihr habt es ja gesehen, als ich das zusammengebaut habe. Wenn man natürlich weniger Leuchtfarbe nimmt und dafür halt mehr Epoxid, dann wird der ganze Werkstoff natürlich härter. Aber ich finde das so wirklich genial, weil ich weiß nicht, schauen, ob man das irgendwie sehen kann. Der Werkstoff ist also auch so hart, man bekommt hier mit dem Fingernagel so nicht einfach so eine Kerbe rein, auch wenn das vorher so ausgeschaut hat. Aber der Werkstoff an sich, der ist jetzt richtig schön geschmeidig, es ist richtig rutschfest. Man hat also einen richtig fetten, satten Griff. Ja, finde ich ultra geil. Und ich denke, ich werde hier auch noch mal ein bisschen experimentieren, auch einfach mal mit anderen Farben, weil ich mag das, wenn da so verschiedene Farben ineinander fließen. Hier habe ich mich jetzt halt für Leuchtfarbe entschieden, weil ich mir dachte, das wäre mal eine coole Option. Aber generell kann man natürlich auch einfach andere Farben verwenden. Aber ich bin halt trotzdem positiv überrascht, dass das Ganze so gut geklappt hat und bin mal gespannt, was ich da in nächster Zeit noch erschaffen werde. Ja, und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da und auch gerne ein Abo. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.